So, weiter geht's. Nicht lange rumgefackelt, ich müde ins Bett, aber das ist doch interessant hier. Ziemlich leer, diese Waffenkammer. Hier hat wohl jemand gehaust. Wer ist das denn? Ihr hättet frühstücken sollen, mein Freund. Seid jedenfalls gegrüßt. Ich bin Anthea Duarte. Das ist Red McGrath. Wir sind Verbanner. Also, wer seid ihr? Und was wollt ihr? Seid ihr der Geist, der Andrew Whiteheim sucht? Ist das ein Ja oder ein Nein? Boah, dem ist ein Gesicht gehackt worden. Wer seid ihr? Das wird kein Spaziergang, habe ich recht? Stumme Geister sind die schlimmsten. Das ist sinnlos. Wir jagen im Dunkeln, ohne Licht und Pfad. Zunächst musst du herausfinden, warum er nicht sprechen kann. Andrew wird uns da keine große Hilfe sein. Aber wenn uns unser Freund hier nicht sagen kann, was er von uns will, kann er es uns vielleicht zeigen. Hä? Ach so. Sollen wir euch folgen? Ich glaube, er will, dass wir ihm folgen. Rebecca, er hat Spuren hinterlassen. Schlau. Ich halte die Augen offen, damit wir sie nicht verlieren. Okay. Ich war schon wieder zu voreilig. Hier entlang. Das erinnert mich an einen meiner ersten Fälle. Der Geist war stumm, weil sich die heimgesuchte Person geweigert hat zu sprechen. Der Geist ist also stumm wegen Andrew? Ich weiß nicht. Gut möglich. Oder ihm fehlt die Zunge. Huch. Sag doch, das ist noch interessant. So, weiter geht's. Ich hoffe, ja, geht hier weiter. Hier geht's weiter. Der Geist, der Andrew heimsucht, kommt mir sehr schwach vor. Vielleicht zieht er die Folter in die Länge, um mehr Freude daran zu haben. Oder er hält sich zurück, weil er Angst hat, sein Opfer leer zu saugen. Wäre meiner so zurückhaltend gewesen, hätte ich vielleicht auch mal durchgeschlafen. Ich bin neidisch. Lieber nicht. Geister wie diese sind die schlimmsten. Man sieht jahrelang dahin. Manchmal jahrzehntelang. Das ist eine furchtbare Art, aus dem Leben zu scheiden. Ach, Scheiße. Ich bin bereit. Unser Geist hat uns die gefährlichste Route ausgesucht. Vielleicht spielt er ja nur mit uns. Ist keine dolde Winterlieb hier mehr? Ich hätte gern... Dolde? Was ist das da? Der Geist will uns etwas zeigen. Guck mal, was da ist. Wo bin ich denn jetzt? Ah, da sind wir. Wir machen das hier erstmal weiter. Aha. Spektrale Schrift an der Wand. Überzeug dich selbst. Tatsächlich. Oh, hier gibt's ja viel zu lesen. Ich hab dir nie die Schuld daran gegeben, mein Freund. Unser Geist ist nicht auf Rache aus. Das macht die Sache einfacher. Du
Du musst dich daran halten? Aha, woran? Das ist sein Name? Joshua Gouch, zu früh entschlafen. Was sollte denn sonst draufstehen? Joshua Gouch? Wollte einfach nicht gehen? Er führt uns... Vergib dir endlich, Kamerad. Schuldgefühle, du darfst nicht aufgeben. Sei stark, tu es für mich. Sei tapfer, mein Freund. Da ist noch eine. Achso, die haben wir gelesen. Haben wir jetzt alle gelesen? Da ist wieder was. Dolde. Hier drüben. Doldi? So, dann wollen wir gleich mal wieder uns ver... Ich kann dir helfen. Joshua ist Andrew freundlich gesonnen. Welche Beziehung hatten die beiden? Womöglich Waffenbrüder. Man fühlt sich einem Kameraden nie näher, als wenn man mit ihm Seite an Seite kämpft. Man kämpft für seinen Nebenmann, nicht für Geld, nicht für einen König, sondern für seinen Freund. Du hast Freunde aus dem Krieg? Das höre ich zum ersten Mal. Wir haben uns aus den Augen verloren. Vielleicht suche ich sie, wenn all dies vorbei ist. Den meisten jungen Männern wird eingetrichtert, vom Krieg zu träumen. Und sobald sie im Krieg sind, träumen sie von zu Hause. Zumindest, wenn sie nicht gerade am Kämpfen und Sterben sind. Das nehmen wir schnell mit, wenn wir schon mal hier sind, ne? Und dann ermitteln wir weiter. Das ist keine Spur, das sind wieder Schemen. Dieser Schemenhort wartet förmlich nur darauf, dass ich etwas unternehme. Die schämen sich ja gar nicht. Kurietos Karl. Was für ein Ding? Wegen Verstärkung. Es wird ernst. Wie gefällt dir das? Heute nicht. Na? Hier, 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 hier! Stirb, du Drecksau! Na? Ich hab dich fixiert. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Warte, einen müssen wir noch. Ich hab hier was für dich. So. Weißt du was? Sie lernen es einfach nicht, oder? Lass mich dir helfen. Oh, wir haben Schelmhorst, Horst sein Schlick. Schamhorst. Und fertig. So, dann gehen wir mal weiter. Wir müssen ja hier hoch. Und dann machen wir gleich weiter mit der Spukermittlung. Da gucken wir mal.
So. Ah. Ich sehe da was. Tut mir leid. Aber so viel Zeit muss sein. Wo ist denn der jetzt? Hinter mir? Jona? Warte, die Spur verblasst. Vielleicht muss ich nochmal initialisieren. Hier. Nee. Hier. Das macht doch gar keinen Sinn. Doch, hier. Auf einmal. Achtung. Er will, dass wir ihm folgen. Nee. Gleich das nächste. Oh. Hier ist gleich wieder sowas. Guck mal, hier unten. Hier. Hier waren wir schon. Hä? Da geht's weiter. Spuren der Erinnerung eines Geists befinden sich an diesem Ort. Scheiße! Zu den Waffen! Zu den Waffen! Wegelagerer! Rechte Flanke! Haltet sie auf! Josh, hinter dir! Verdammte Drecksburg! Hilfe! Joshua! Nein! Die Endro gehörte. Diese Fessel ist durchtränkt von Geistesessenz. Sobald die Bindung des Geistes an den Leben reicht, durch den... ja. Oh! Ruckelzuckel. Freut mich, euch wiederzusehen, Joshua. Kann ich jetzt? Im stillen Gedenken an die Brüder, die im Kampf um die Freiheit gefallen sind. Joshua, warte. So, jetzt. Ihr wollt, dass wir Andrew White helfen, seine Schuld loszuwerden und sein Leben zu leben. Richtig? Wir wissen, dass ihr an seiner Seite gestorben seid. Fühlt er sich deshalb schuldig? Könnt ihr deshalb nicht sprechen? Ich weiß, wie das ist. Ich werde alles tun, was ich kann, um euch zu helfen. Wenn wir helfen können. Wenn sie nur miteinander reden könnten. Andrew muss sich öffnen. Solange er seine Schuld nicht gesteht, wird sich nichts ändern. Zwischen den beiden steht eine Mauer. Und wir müssen sie einreißen. Vielleicht kann ich das. Es gibt sich selbst die Schuld dafür. Das sollte er nicht. Leichter gesagt als getan. Die Scham ist ein seltsamer Vogel, dessen Scheiße sich nicht leicht abwaschen lässt.
Aber nichts davon erklärt, was den Geist an diesen Ort bindet. Ich will weiter! Weniger ist manchmal mehr. Wo sind wir jetzt? Aha. Okay. Wunderschön. Das gefällt dem alten Mann. Und hier ist auch nochmal so ein Pfahl für unseren Freund. Da ist das Vor. Wir müssen aber jetzt den gleichen Weg wieder zurück, ne? Nützt nix. Überhaupt nix. Kriegen wir noch hin. Die Sache lösen wir noch. Und dann ist Feierabend. Dann bin ich zufrieden. Jetzt den kurzesten Weg zum Vor. Ja, ist schon ausgewählt. Da ist noch ein Fragezeichen. Ja, das machen wir alles noch. Wir können ja dahin wieder zurück. Unserer Karte nach sollte der Schatz in der Nähe sein. Ein Schatz? Nein. Ein Schatz. War das? Ja. Irgendwas ist hier. Ein Schatz? Wo bist du, mein Schatz? Mein Schatz. Ach ja. Oh, etwas versteckt sich. Das hatten wir schon mal. Ich kann mich an die Stelle hier erinnern. Gesehen. Das ist aber nicht der Schatz. Müssen wir noch den Schatz finden. Den Schatz. Unserer Karte nach kann der Schatz nicht weit weg sein. Hier irgendwo? Da. Nee, das ist ein Baumstumpen. Und ich war mir so sicher. Ja, es ist so weit weg. Es muss hier auf diesem Plateau sein. Hier in diesem Bereich irgendwo. Und der kann ja nicht so offen rumliegen. Der Schatz muss in der Nähe versteckt sein. Der ist hier versteckt. Guck bei der Lampe. Und die Karte hatte ich noch nicht. Glaube ich. Oh, wir haben wieder Schlick. Wir können wieder skillen. Cool. Den mal zum Vor, ne? Da ist auch ein Lager, dann können wir das mit Andrew klären. Dann werden wir dem Freund die Erlösung geben, die er verdient hat. Denn eine Bestrafung hat er nicht verdient. Das war ein Kampf, da passieren solche Dinge. So blöd das auch klingt. Guten Tag, Fräulein. Fräulein? Ich bin Jägerin Flora Abbott und ich schieße nie daneben. Und ihr? Passiert selten, aber ja, manchmal schieße ich daneben. Red McGrath, Verbanner. Ich habe von euch gehört, als ihr hier angekommen seid. Ist eure Freundin gar nicht bei euch? Sie ist gestorben. Sie ist im Geiste bei mir. Tut mir leid, das zu hören. Was Schlaueres fällt mir leider nicht ein. Wenn ich euch irgendwie helfen kann? Naja, vermutlich kann ich das nicht. Ihr geht also für das Vor auf die Jagd? Gehört ihr zur Miliz? Ich diene auf meine Weise. Vor dem Fluch habe ich mit den Leuten von New Eden Handel getrieben. Fleisch und Felle im Tausch für das, was immer ich brauchte. Wie seid ihr in New Eden gelandet? Verzeiht mir, aber ihr seid anders als die meisten Menschen hier. Und doch gehöre ich hierher.
Ich wurde auf einer Farm nahe Boston geboren, aber die Wildnis war mir stets lieber. Also kam ich nach New Eden. Nach einer Weile ist mir der Ort hier ans Herz gewachsen. Er ist verflucht, aber ich bin immer noch hier. Was gibt es zu berichten? Erzählt mir von eurem Alltag. Würdet ihr mir denn zuhören? Da müssen wir durch. Erzählt mir von Captain Pennington. Ich habe schon für schlimmere Menschen gearbeitet. Ich bin fähig und mache keinen Ärger. Und er sorgt dafür, dass ich keinen kriege. Er respektiert mich. Das macht ihn zu einem ausgezeichneten Menschenkenner. Findet ihr nicht auch? Was könnt ihr mir über Helen Priest erzählen? Ehrlich gesagt gehört sie nicht zu meinen Lieblingsmenschen, aber im Kampf gegen die Untoten erweist sie sich als nützlich. Wie geht es euch? Ich mache meine Arbeit und ich mache sie gut, auch wenn es nur wenige würdigen. Ich empfehle mich, Flora. Lasst euch nicht aufhalten. Ja, wir können ja nicht einfach an den Leuten vorbeilaufen, ne? Wenn sich die Gelegenheit ergibt, unterhält man sich mit ihnen. Da ist er. Da ist die arme Sau. Gibt's was zu berichten? Ich erzähle nur selten davon, aber ich war auch einst Soldat. Das dachte ich mir. Wo habt ihr gekämpft? Erst habe ich mich durch die halben Highlands gekämpft. Dann dort, wo mich die Zahlmeister hingeschickt haben. Bayern, Böhmen, Österreich. Und was ist eure Kriegsgeschichte? Wir haben doch alle eine. Ich fiel mit meinen Männern in ein Dorf ein, ließ sie ihren Durst stillen. Den Rest könnt ihr euch denken. Ich habe zwar nicht mitgemacht, sie aber auch nicht abgehalten. Es ist schwer, Gott im Herzen zu behalten, wenn man durch die Hölle geht. Aber wisst ihr, was euch nie wieder loslässt? Dieser widerliche Geruch nach Eisen, der einem in die Nase steigt, während das Blut rausläuft. All den tapferen jungen Männern, die wir ausschicken, Ruhm zu erlangen, wird bei diesem Geruch die grausame Wirklichkeit offenbar. Eine Realität, die den Tod verlockend macht? Vielleicht. Vielleicht nicht. Aber Blut versickert. Wir sollten uns nicht mit der Vergangenheit und lange verstorbenen Menschen aufhalten. Es wird euch nicht gefallen, aber wir müssen über Joshua reden. Lasst es ruhen in der Vergangenheit. Da soll es bleiben. Eure Vergangenheit ist euch in die Gegenwart gefolgt. Euer Freund Joshua hat eine Botschaft für euch. Er will Rache üben. Ich weiß es einfach. Ihr irrt euch. Er will euch Freiheit schenken. Er hat euch nie dafür verantwortlich gemacht. Das wart ihr selbst. Warum sollte er nicht auf Rache aus sein? Es steht ihm zu. So sieht er das nicht. Ich hab ihn erschossen. Ich wollte ihn retten und hab ihn erschossen. Moment. Wie ist das genau passiert? Es war ein Gefecht im Wald. Zwei Indianer warfen sich auf Joshua. Einen konnte er erledigen. Der andere hatte ihn im Griff. Ich war 20 Meter weg. Ich legte meine Muskete an und drückte ab. Die Kugel durchschlug glatt seinen Schädel. Habt ihr es jemals zugegeben? Niemand hätte es euch zur Last gelegt in so einem Kampf. Naja, sowas passiert im Eifer des Gefechts. Nein, sowas passiert nur miserablen Soldaten. Ich habe es für mich behalten. Ja, ich wollte, dass es vorbei ist. Ich will, dass es vorbei ist. Ich will nicht mehr leben. Ich will sterben. Bitte. Bitte. Erlöse mich von diesen Qualen. Das ist naheliegend, aber... Es ist meine Pflicht, die Lebenden vor den Toten zu schützen. Manchmal auch vor sich selbst. Ihr könnt lernen, damit zu leben. Glaubt mir. Sprecht darüber. Akzeptiert es. Irgendwann wird es euer Leben nicht mehr beherrschen. Und ihr könnt die verbleibende Zeit zum Leben nutzen. Nein, du hast
hast überlebt. Jetzt musst du dein Leben leben. Joshua? Bist du denn? Das kann nicht sein. Ich hab dich sterben sehen. Ich bin es, alter Freund. Ich habe so lange versucht, mit dir zu reden, aber dein schlechtes Gewissen raubt mir die Stimme. Finde Frieden. Ich hab nicht das Recht dazu. Ich hab dich erschossen. Ich war sicher, ich hätte gut gezielt, aber ich hab mich geirrt und dich getroffen. Es war ein Versehen, Andrew. Du wolltest mich retten. Das konntest du nicht, aber du kannst jetzt Buße tun. Ich finde keinen Frieden, solange du dir nicht verzeihen kannst. Erlöse mich, Andrew. Finde Frieden und erlöse mich. Joshua, ihr habt gesprochen. Andrew, ihr habt es vernommen. Zeit, die Geschichte zu beenden. Schuldzuweisung. Da braucht man nicht überlegen in der Situation. Alles Joshua andere wäre falsch. Ihr habt viel zu lange in Stille ausharren müssen. Ihr könnt diese Welt verlassen. Das kann ich. Habt Dank, Verbanner. Danke, Andrew. Es wird Zeit, Lebewohl zu sagen, Freunde. Es tut mir leid, mein Freund. Ich schleppte die Schuld deines Todes mit mir rum, solange ich konnte. Die Schuld, so es denn je eine Schuld gab, ist beglichen. Lebe dein Leben. Lebt wohl, Joshua. Ihr habt weit mehr als nur eure Pflicht getan. Lebe wohl, alter Freund. Ihr habt keinen Grund, noch länger hier zu bleiben. Endlich mal was richtig Positives. Den haben sie aber auch ins Gesicht gehackt. Nichts mehr nutze. Danke für eure Hilfe. Das werde ich euch nicht vergessen. Lasst mich einfach alleine, McGrath. Ich brauche etwas Zeit für mich. Ja, ist klar. Kann ich verstehen. Ja, hallo, hi, hi, hi. Wir gehen jetzt noch schnell nach oben. Schon wieder so lang. Aber das will ich jetzt noch sehen. Ich will gucken, wir müssten eigentlich... Was hier los? Was ist hier los? Das ist unser Quartier. Unser Quartier. Wir können. Ich mach die Rüstung, ne? Und hierfür brauchen wir jetzt noch zweimal Schemenhorst-Schlick. Dann haben wir alles rot. Alles! Aha. Ach, wir haben noch einen Punkt. Wir können uns noch entwickeln. Haben wir hier noch einen Punkt? Nix ist mit Punkt. Ist ja egal, wo ich die einsetze. Wie gesagt, es geht immer nur, gehen immer nur zwei. Entweder hier sind zwei, hier ist alles. Ja, wir kriegen aber noch eine Zauberkraft. So, okay. Das war's für heute. Jetzt wird nicht geschlafen. Wir haben noch viele Aufgaben hier. Wir müssen noch drei Wächter finden. Wir haben da noch eine Aufgabe. Was ist das da? Eine Flamme in der Dunkelheit. Den Eingang zu den Minen suchen. Ich würde aber sagen, ich würde erstmal hier suchen. Das machen wir aber nächstes Mal, ne? Und hier suchen. Und da unten geht es ja auch noch weiter. Und hier suchen. Die vermisste Ladung. Und hier sind ja auch noch Sachen zum Suchen. Da weiß ich gar nicht, ob man von hier irgendwie da hinkommt. Das müssen wir erkundigen. Nächstes Mal, ne? 71%. Es wird langsam. Ach, das ist sie. Macht sie, das ist unser Quartier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!